Tag, die Damen, und willkommen zu einem neuen Food-Video meinerseits. Heute geschmeidiges Ründchen Rainbow Squad Builder. Soll heißen, ich baue mir jetzt hier eine Squad zusammen, bei der jede Kartenvariante maximal einmal in der Squad vorhanden ist, Bank mit eingeschlossen. Und danach gucken wir mal, ob wir in Division Rivals ein Match gerissen kriegen. Und sollte eigentlich nicht das Riesenproblem sein, hier eine vernünftige Squad zusammenzubauen und dann schauen wir mal, wie das funktioniert in einer Runde Division Rivals. Ich baue jetzt erstmal die Squad. Weiß noch nicht, wie ich das jetzt hier am Ende zusammenschneide. Vielleicht mache ich einen Zeitraffer, vielleicht mache ich auch einen Sprung und zeige euch am Ende nur die zusammengebaute Squad. Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Kommt drauf an, wie lange ich jetzt gleich brauche. So, aber wir sehen uns auf jeden Fall dann gleich nochmal wieder. Und ich mache mich jetzt hier erstmal ans Werk. So, das müsste jetzt gewesen sein. Ich gucke nochmal eben schnell durch, kann ja auch die Mannschaft nochmal eben schnell durchgucken. Wir haben hier Esswein im Sturm, finde ich, ist eine phänomenal gute Karte. Andersen Talisca, Marco Reus, Rivaldo der Unantastbare auf rechts, Kylian Mbappé, Rivaldo auf links, Kylian Mbappé auf rechts. Dann haben wir hier Casemiro als SBC-Variante, links Marcelo, Sergio Ramos, Naldo, Kenny Lala und im Tor natürlich David De Gea, hier links nochmal Kurzawa. Hier musste ich auf der Bank bei den Verteidigern ein bisschen Kompromiss eingehen, weil ich halt leider keinen Rechtsverteidiger habe. Normalerweise stelle ich hier immer noch einen zweiten Rechtsverteidiger auf die Bank. Da habe ich allerdings keine Kartenvariante, die jetzt erlaubt gewesen wäre. Deswegen hier Laporte. Dann haben wir hier nochmal Gervinho. Dem werde ich allerdings bei der Gelegenheit gleich nochmal schnell halt einen Position Change verpassen. Der kommt nämlich als linker Mittelfeldmann, als Ersatz für Rivaldo. Den will ich auch gerne mal ausprobieren jetzt. Dann haben wir hier rechts Deulofeu, fantastischer rechter Mittelfeldspieler, finde ich. Dann Juan Mata ist fürs Zentraloffensive absolut Bombe für mich. Marcus Rashford und hier haben wir nochmal Ole Cristiano Ronaldo. Die Reserve lasse ich jetzt mal so ein bisschen außen vor, die ist erstmal egal. Wir gucken nochmal, ob wir irgendwo nochmal was verbessern können. Wir könnten vielleicht bei der Chemie noch ein bisschen was drehen. Jetzt haben wir wenigstens beide auf 7. Das ist noch erträglich. Auf jeden Fall brauche ich auch ein Teamtraining-Objekt, sonst fallen die mir hier nach 70 Minuten aus der Schuhe. Wo kann ich jetzt chemietechnisch noch am besten was drehen? Ich habe ja nämlich noch keinen Manager drin. Wo macht es am meisten Sinn? Oh, Innenverteidiger. Ich brauche auf jeden Fall einen Ligue 1 Trainer. Also als Liga muss der Ligue 1 haben. Und so am besten einen Deutschen. Ja. Einen deutschen Trainer, der die Ligue 1 drauf hat. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Trainer. Aber mein Jürgen Klopp hat die Ligue 1 drauf. So, dann gucken wir nochmal. Dadurch haben wir nämlich ein bisschen was noch hier rausgeholt. Und auch bei Mbappé. Und Naldo ist ein bisschen problematisch. Ne, den muss ich so lassen. Ein Innenverteidiger auf 7 ist mir fast ein bisschen zu wenig. Aber ich muss jetzt damit klarkommen. Wir müssen sehen, ob es funktioniert. Und dann schauen wir einfach mal, lassen wir uns überraschen. Wir gehen dann jetzt in eine Runde Division Rivals. Die schnibbel ich euch ein bisschen zusammen zu den Highlights und dann gucken wir mal, wie es klappt. So, und das ist unser erster Gegner. Oh, wenn ich das schon sehe. Sterling, Sané. Reine Premier League Truppe, oh, typische Schweizer Squad. Das wird jetzt richtig heftig. Ich habe fix noch die individuellen Taktiken eingestellt und so weiter. Habe vorne auch nochmal umgestellt. Andersen Talisca raus. Ich habe da vorne mit Rashford, glaube ich, ein kleines bisschen bessere Chancen als mit Talisca. Weil Talisca eben, auch wenn er relativ groß ist, nicht unbedingt so meinem Spiel entspricht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, so ruhig nur auch wieder nicht.
Oh, jetzt komme ich ins Straucheln. Oh, die Nase juckt. Das hätte klappen können. Komme ich da nicht ins Straucheln, bin ich mit Rashford da. Und? Ja. Zählt aber nicht, oder? Abseits. Scheiße. Ja, ganz, ganz knappes Abseits. Ärgerlich, ärgerlich. Ja. Und, ah, oh, das Ding muss doch sitzen. Alter, das gibt es nicht. Ja, wechsel wieder auf den falschen. Boah, der muss aber. Boah, was ist denn. Oh, der Pass war völlig daneben, Alter. Der zweite Laufpass. Den muss er ganz anders ablegen und nicht so weit nach vorne rein. Dann wird da vielleicht auch was aus. Ja, oh, schade. Das wäre es fast gewesen, das 1 zu 0. So richtig, irgendwie kriege ich es nicht so richtig auf die Reihe gerade. Ich stelle mich auch gerade ein bisschen blöde an, muss ich sagen. Ja, komm, das Ding fällt ihm wieder genau vor den Fuß. Und du kriegst ihn dann einfach nicht von seinem Fuß weg. Egal, was du versuchst. Und da ist das Ding. Jawohl. Das war da endlich mal ein vernünftiges Passspiel, das auch funktioniert. Meine Fresse, wurde ja auch verdammt nochmal Zeit, dass hier endlich mal was Zählbares bei rumkommt. Und da ist das zweite. Mbappé. Der Mann, dem du einen Bremsfallschirm geben musst, damit der zum Stoppen kommt. Das war schön rausgespielt. Da muss ich mir mal so ein bisschen aufs Schulterlein klopfen. So, außerdem geht Reus raus. Für ihn kommt Mata. Und Ronaldo geht mal rein für Rashford. Esswein lassen wir mal. Mit dem habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Das habe ich vielleicht auch. Und? Oh, das gibt es nicht. Latte. Oh, warum spielst du den Pass nicht gleich? Ich drück da auf den Knopf, Alter. Ich drück und er spielt dann aber den Pass nicht. Oh, das ist auch immer so ein Ding, was mich wahnsinnig aufregt. Du machst eine Eingabe, die wird entweder gar nicht angenommen oder zu verzögert und dann wird natürlich nichts draus. Boah, doch nicht zu dem, Alter. Doch nicht so blind einfach einen langen Pass hinten raus. Mann, der sollte nach unten zu Marcelo. Damit der in Ruhe von hinten aufbauen kann. Ihr seht, selbst bei einem Sieg bzw. einer Führung kann man sich herrlich drüber aufregen, was einem das Spiel an Möglichkeiten einfach immer wieder nimmt durch total verkorkstes Pass-Gameplay. Denn das ist tatsächlich mit einer der schlimmsten Komponenten im Spiel. Dieses Pass-Gameplay, das ist so dermaßen verkorkst. Ja, der Pass muss aber auch vorne rein und nicht dahin. Der muss richtig vorne in die Spitze. Nur da bringt er auch was. Nur da ist so ein Pass in so einer Situation auch effektiv genug, damit du da was rausholst mit. Oh. Das hätte doch mal wieder ein Tor werden können für Cristiano Ronaldo. Ja. Wir machen es mal anders. Wir bringen mal vorne Gervinho. Mal gucken. Ich habe den noch nie im Sturm getestet. Ich habe Gervinho, glaube ich, erst ein einziges Mal auf dem Platz gehabt bisher. Wir testen ihn vorne einfach mal in der Spitze. Dann hast du vorne nochmal Tempo drin, kannst nochmal einen langen Ball bringen.
Torwart ist. Na, er ist doch nicht da. Torwart bleibt weg. Wieso bleibt der Torwart da auf einmal weg? Er geht erst hin und bleibt dann doch weg. Ach, scheiße, jetzt wollte ich mich da irgendwie. Ach, scheiße, versuchen durchzuwursteln. Okay, zu Javinho wollte ich jetzt eigentlich mit dem Pass nicht. Ach, das war eine ganz beschissene Flanke. Oh, der hätte auch nochmal gefährlich werden können gerade. Es hat dann doch noch geklappt. Jetzt nicht mein bestes Spiel, muss ich gestehen. Bin ich jetzt auch überhaupt nicht mit zufrieden. Aber gut, so in dieser Zusammenstellung und in dieser Konstellation habe ich mit der Squad das erste Mal gespielt. Hab da jetzt auch noch nicht wirklich so drin, wer jetzt wie auf dem Platz am besten in Szene zu setzen ist. Von daher, ja, mit dem Ergebnis kann ich zufrieden sein. Ja, das war die Rainbow Squad. Bilder, was auch immer. Dingens, Bummens. Mal gucken, ob wir das nochmal öfter machen. Vielleicht auch mal mit anderen Regeln oder mit anderen Voraussetzungen, wie auch immer. Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwie eine Idee habt, dass man das vielleicht noch ein bisschen abwandeln könnte oder ergänzen könnte. Einfach mal rein damit in die Kommentare. Hiermit soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.